Willkommen bei RZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zanke AG. Heute einmal Chromleiste aus dem Dacia Duster Experience Set. Die kommt normalerweise in einem solchen länglichen Karton. Dieser Karton ist mal versendet worden, da die Post nur so mitgemacht und dadurch hält die beste Leiste dann auch nicht mehr aus. Hat sie hier einen ganz leichten Knick drin. Insofern ideal für Vorführungszwecke. Wollen mal schauen, ob das Ganze nachher überhaupt noch zu sehen ist, wenn wir sie dann drauf haben. Ich werde sie mal abziehen. Die Fläche hier vorher schön sauber ordentlich gemacht. Und dann legen wir mal los. Ich hoffe, das klappt im ersten Step. Denn die Leiste ist absolut passgenau. Und wird vollflächig verklebt. So, ich drücke sie jetzt nur mal an einer Ecke an. Dann klebt sie. Jetzt kann ich natürlich den restlichen Klebestreifen mal abziehen. Und das muss hinhauen bis zum Ende, sonst haben wir es falsch gemacht. Und dann vorsichtig und sauber die gesamte untere Kante lang. Ein ganz kleines Stückchen stehen lassen. Bei solchen Arbeiten rede ich dann nicht mehr so viel, weil dann konzentriert man sich ja auch eher. Ich habe mir extra was Helles hingelegt, weil es ein dunkles Fahrzeug ist, damit ich die Kante besser sehen kann. Gibt dann einen besseren Kontrast. Wie ich es gesagt habe, läuft die gesamte Leiste richtig schön sauber von der einen Kante bis zur anderen Kante. Die ist absolut passgenau. Oh, der leichte Knick, den es durch den Versand gab, ist zu verschmerzen. Finde ich jetzt zum Beispiel. Nichts Schlimmes passiert. Wenn man es weiß, dass sie dort ist, dann sieht man es auch. Und fertig ist die Leiste. Das Angenehme ist, die ist kratz- und stoßfest. Wenn ich es natürlich zu doll mache mit solch einem Ömmel hier, dann mache ich mir natürlich die Heckklappe auch kaputt. Das geht rückstandsfrei wieder ab. Also wenn irgendwo oben Garage, ähnliches, die Heckklappe mal anschlagen sollte, und das ist genau hier auf der Kante, passiert durch die Leiste nichts. Dann schraube ich euch mal kurz vom Stativ ab. So. Dann könnt ihr die Leiste mal sehen. Komplett. Ganz sauber bis zum Schluss. Ich hoffe, die Kamera macht das mit. Ganz sauber an der ganzen Kante lang. Nein, nicht so wackeln und zittern. Absolut sauberer Abschluss. Da gibt es nichts zu meckern.
Ist schon etwas länger im Shop. Aber jetzt haben wir mal das richtige Video dazu, so dass man sich ein Bild davon machen kann. Und hoffe natürlich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Bis denn dann.